treuer Anrufer Officer Andrews ist wieder da. Wir bedanken für Ihre Dienste an unserer schönen Stadt, Officer. Was gibt's Neues? Mr. Jameson, ich bin ein Fan von Ihnen, aber ich habe Spider-Man in Aktion erlebt. Wir haben verhindert, dass Fisk seine Festplatten wiederbekommt. Er ist ehrlich und zuverlässig. Warten Sie mal, mein Freund, das ist sicher alles so passiert, aber schon mal dran gedacht, dass Spider-Man Ihnen nicht uneigennützig geholfen hat? Was heißt das? Er hatte offenbar eine lange Fehde mit Fisk und wollte ihn ausschalten. Das macht ihn nicht zur Mutter Teresa. Das heißt nur, dass er eine Rechnung offen hatte. Okay, aber warum geben wir ihm keinen Vertrauensbonus? Warum? Weil er sich hinter der Maske versteckt. Sie sind ausgebildet und treten jeden Tag mit Dienstmarke und Namensschild ihren Dienst an. Er läuft lieber weg. Wenn sie so viel Schaden anrichten würden wie er, was würde passieren? Ich würde bis zur Rente Papierkram erledigen und vielleicht ein Bürohengst werden. Und warum, mein lieber Freund, sollten Sie die Regeln befolgen und er nicht? Bitten Sie, das ist ein verdammt gutes Argument. Na, wusste ich's doch. Meisterwerk! Ich hab's dir gesagt, es ist Spider-Man! Oh, Mann, er ist so groß! Wenn das Mom sieht, ich war dir noch nie so nah. Cool. Liegst du meiner Oma, Mann? Was gibt's, Spidey? Alle verfügbaren Einheiten. Brauchen Einheiten north of Houston. Die Häftlinge haben nichts zu verlieren. Ich muss schnell die Menschen retten. Dann erschießen sie uns! Sie haben einen Platz als Officer. Wenn sie sich... Okay, ich schaff euch von der Insel runter und zurück nach Rikers. Die Stadt wird eine Spielwiese für Durchgeknallte. Mehr als normalerweise, meine ich. Hey.
Gepanzerte Streife zieht los. Melden jede Spur von Spider-Man. Spider-Man gesichtet. Erbitte Anweisung. Einsatz von schwerem Geschütz. Feuer! Ausweichmanöver! Fenster putzen? Alle wissen, bin ich jederzeit offen für andere Ansichten. Ein Polizist hat mir in den sozialen Medien vorgeworfen, zu hart zu Spider-Man zu sein. Die Nachricht hat sich verbreitet. Alle haben darüber geredet. Ich will die Sache ausdiskutieren. Willkommen, Officer. Danke für die Einladung. Meine Jungs und ich haben uns ein Feuergefecht mit ein paar Typen geliefert, die nichts zu verlieren hatten. Es war ihnen völlig egal, wer überlebte oder starb. Es hätte einige Leben gekostet, wenn Spider-Man uns nicht geholfen hätte. Okay, schön und gut. Ich sage ja nicht, dass er nie etwas Gutes tut, aber er verursacht mehr Probleme, als er löst. Sie waren auf der Akademie, stimmt's? Wurden sorgfältig ausgebildet, müssen Regeln befolgen. Ja, aber er scheint auch zu wissen, was er tut. Dieses Mal ist es gut ausgegangen. Woher wissen wir, dass Spider-Man nächstes Mal nicht den Tod aller Beteiligten verursacht? Das ist noch nie geschehen, oder? Ich glaube, wir werden uns einfach nicht einig. Danke für Ihren Einsatz und tschüss! Betrunken oder nur dämlich? Wir gehen da nicht wieder ran! Spoiler! Die Spritztour endet in Rikers! Richtige Schießen! Schlag oder Lopat! Oder alle drei! Autodieb-Anlieferung! Ich höre es auf! Das ist tödlich! Ja! Jetzt!
Und deswegen habe ich nie einen Führerschein gemacht. Und wegen des Netzschwingens. Yuri, eine Gruppe Ausbrecher, hat offenbar eine ziemliche Menge Feuerwaffen in die Finger gekriegt. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein massiver Schusswechsel in einer Wohnstraße. Kannst du dich darum vorsichtig kümmern? Vorsichtig ist vielleicht etwas viel verlangt. Aber ohne massiven Schusswechsel wird gehen. Könnten nachher allerdings ein paar Netze rumhängen. Ist okay. Viel Glück. Ja. Los, Jungs, wir können trotzdem noch siegen! Nicht schnarchen. Mach mal Pause. Verstärkung! Für Leute, die gerade aus dem Raft raus sind, wollen die aber dringend wieder zurück. Los, Jungs! Wir können trotzdem noch siegen! Hört zu, Leute, das wird eurem Bewährungshelfer nicht gefallen. Spider-Man, hier wurden Schüsse gemeldet. Das kann ich bestätigen. Sie treffen allerdings niemanden. Sieh zu, dass es so bleibt. Da ich der Einzige bin, auf den sie zielen, bin ich damit völlig d'accord. Traurig, dass ein paar Kriminelle mehr treue Kumpels haben als ich? Tut das weh? Es wäre toll, wenn sich einmal jemand auf meine Seite in den Kampf stürzt. Verdammt, neutral wäre auch schon okay. Ich gehe nie wieder in den Knast!
Er bewegt sich schnell! Hinterher! Captain, die Ausbrecher und ihre Waffen sind eingesponnen und abholbereit. Danke. Wir hätten sie nie ohne Kollateralschaden gekriegt. Ich hoffe, die Leute danken es dir. Taubenalarm. Und die Jagd beginnt. Klugen Zuhörern muss ich nicht sagen, dass der Kult, die Gang, die Terrororganisation der Dämonen, alles davon trifft zu, außer Kontrolle ist. Ich spreche jetzt mit einem Überlebenden eines Angriffs. Erzählen Sie. Ich war bei mir zu Hause, als wir hörten, dass Dämonen Bomben auf dem Dach legten. Wir mussten evakuieren. Aber dann wollten uns dabei auch noch Scharfschützen ermorden, wenn wir versuchten zu fliehen. Abscheulich. Zum Glück haben die Polizei und das Bombenkommando die Situation unter Kontrolle gebracht. Und Spider-Man, er... Jared beendete den Anruf. Zu verstehen, wenn wir beide gleichzeitig reden. Klarer Fall von Traumatisierung durch ein schreckliches Erlebnis. Hilfe bei PTBS finden Sie auf unserer Website. Eine weitere öffentliche Dienstleistung von J. Jonah Jameson. Keiner behandelt meine freundlichen Nachbarn so schlecht. Kontakt zu